Witzig. Aber guck mal, insgesamt 19.000 und das hier hat schon 70.000. Also die Schiffe sind geil. Ich bin großer Schiff-Fan ab heute. Nee, keine Upgrades kamen dazu. Hätte mich gewundert. Das war anscheinend schon das Heftigste. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Dann müssen wir gleich mal ein Schiff-Upgrade kaufen. Wie teuer war das nochmal? 400.000, boah. Dafür kann ich mir schon 5 Schiffe oder so holen. Raumschiffe. Oder wir holen jetzt erstmal ein Schiff. Und dann warten wir. Na, 400.000. Wie lange dauert denn 400.000 bei der Klickrate, die ich hier gerade habe? Wahrscheinlich auch nur 3 Minuten oder so. Hm. Muss echt gucken, was ich jetzt hier upgrade. Die Omas haben 16.000 gebraucht, 15.000, 24.000, 50.000, 90.000. Oh, 50.000. Ist eigentlich jetzt gar nicht so wenig, wenn du überlegst, wie günstig die sind. Warum sind die so krass? Dann soll ich vielleicht, ich glaube, das mache ich. So sehen wir wenigstens mal richtigen Fortschritt, ne? Wenn ich hier die Minenscheiße upgrade. Boah, Minen bekommt 10, was? Wie krass. Warte mal. Ich habe gerade, achso, da. 13,1 und 80 Cookies per Second. Zack. 100 Cookies per Second. Okay. Und, okay, das ist jetzt nicht wirklich mehr geworden. Aber wisst ihr, bei den Minen, da kann ich wenigstens mal ein bisschen Geld ausgeben und nicht immer so lange warten, bis da mal irgendwas passiert. Dann warte ich jetzt, warte, gibt es denn da noch ein Upgrade, ein tolles? Minen sind doppelt so effizient. Oh, ist das geil. Aber kann ich mir da direkt das hier holen? Ja, ich glaube, das ist auch, ja, auf jeden Fall erst das. Das ist das nächste Ziel. Jedenfalls hier. So, warte mal, 100 Cookies. 200 Cookies. 14,3. Na, da tut sie nicht mehr so viel. Gut, dann beschleunige ich mal kurz, ne? So, dann gucken wir mal, was das Ganze gebracht hat. Hat jetzt auch wieder nicht so lange gedauert, ich weiß gar nicht wie lang, aber 6 Minuten ungefähr, grob geschätzt. Da ist das Upgrade, 1000 Fingers, oh ja. Okay, wie viel bekommen wir? 14,3. Bringt das jetzt irgendwas dafür? Müsst ihr eigentlich, ne? For each non-cursor object und... Probieren wir einfach mal aus. 21,4? Boah, ey, Alter. Das hat mich jetzt leicht positiv überrascht, muss ich sagen. Das nächste wäre dann das hier, 5 Millionen, aber das ist mir ein bisschen zu weit weg. Dann, ja, gehen wir mal zu einem 400.000er Ziel. Würde ich mal behaupten. Oh, ne, warte mal, ich wollte ja eigentlich die Minen upgraden, ne? War ja eigentlich das Ziel. Und bei den Minen 1 Million. Achso, ja, stimmt. Das war sogar noch teurer als das. Aber doppelt so effizient, ey, das ist krass. Boah, ist das teuer, hier ist das teuer. Wer kann sich denn so was leisten heutzutage? Ich könnte jetzt eigentlich auch hingehen. Soll ich mich hinlegen, ein paar Animes gucken und in der Zeit... Das Problem ist, ich nehme das Ganze gerade mit Camtasia auf und Camtasia ist eine scheiß, verdammte, unzuverlässige Hure. Und ab einer Zeit von, ja, ungefähr ab einer Stunde ist es gefährlich. Ist es gefährlich, weiter aufzunehmen. Und irgendwie hat das jeder bei dem Programm. Habe ich jedenfalls auch schon oft gehört. Und zwar, wenn man länger als eine Stunde aufnimmt, stirbt die Datei, wenn man die speichern will. Und zwar erst, wenn man die speichern will. Dann hat man eine Stunde aufgenommen, drückt auf Speichern, okay. Und dann kackt das Programm ab, die Datei ist futsch und niemand bekommt das zu Gesicht, was da eben aufgenommen wurde. Ja... Weiß ich jetzt nicht. Soll ich? Ich guck mal ganz kurz. Ich habe jetzt 21,4. Die Minen bringen gerade 200 Cookies. 300 Cookies. Guck mal, aber lohnt sich. Denn wenn ich das hier einmal skille, bekomme ich 100 dazu. Wenn ich das hier zweimal skille, bekomme ich 100 dazu. Hier zahle ich gerade nur, in Anführungszeichen, 40.000.
Und da zahle ich 60.000 für 100 mehr. Erhöht sich natürlich auch immer weiter, ist ja klar, ne? Das ist ja klar. Boah, die Cursor, wie teuer die sind. Geh mal weg. Geh mal weg. Und die Milch hier irritiert mich. Das ist doch Milch. Ja klar, sonst wäre das mit der Katze hier nicht. Wo ist das denn? The more milk you have. Ja, aber woher habe ich die Milch? Keine Ahnung. Naja, so egal. 24, boah. 25, Alter, da geht mir echt einer ab, tut mir leid. Also ich bin echt ein großer Fan von Botten und sowas. Habe ich jetzt zwar schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht, weil es sich eigentlich nirgendwo eignet. Denn ich mag es einfach. Das ist tierisch geil, irgendwie wegzugehen und trotzdem irgendwie total viel irgendwo zu schaffen. Das ist eine Sucht. Einfach eine Sucht. Warte mal, wir machen eben 80.000, dann können wir die Mine zweimal skillen und dann gehe ich eben AFK für 20 Minuten. Und dann werde ich wahrscheinlich einmal, genau, wenn ich dann wieder da bin, stoppe ich einmal die Aufnahme, speichere die Scheiße ab und fange sozusagen von vorne an mit der Aufnahme. Dann haben wir wieder eine Stunde. Das ist doch mal ein cooler Deal, oder? So, 25,3, 26,6. Krass. 26,6, machen wir das mal. 26,9, was? So voll günstig. 27,6. Oh, da lohnt es sich vielleicht sogar doch. 27,6. 27,8. Okay, die Farm lohnt sich anscheinend nicht. Ah ja. Okay, dann ist immer sozusagen 1,1, 1,2, 1,3 bis 1,10. Und wenn du dann nochmal erhöhst, ist erst der nächste Schritt. Also von 1,10 auf 2. Ein bisschen komisch gelöst, weil ich direkt von 1,9 auf 2 switchen würde, aber gut. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Der Entwickler. Oh, ich kann mir das... Oder wir gucken nochmal ganz kurz, wie viel das Alchemie-Lab bringt. 200.000. Alter, es geht so schnell hier. Cookie Trees, Farms are twice... Achso, ja, ist ja klar, dass ich ein paar Upgrades dazu bekomme. Hm, wie viel bringt mir denn die Farm gerade? Da. 24 Cookies per Second, das ist ja gar nichts. Warte mal, die haben 50.000 gerade. 30.000, 50.000, 240.000 schon gebracht. Und das 311. Boah. Aber ich meine, ist ja klar, dass die Minen jetzt stärker sind als die Raumschiffe. Das ist ja klar, ne? Hm. Hat sich aber schon gut erhöht. Die Klickrate. Ich komme auch. Ihr merkt ja schon. Ich sag die ganze Zeit, ich will aufhören. Aber ich komme hier nicht weg. Das Spiel lässt mich nicht mehr los. Sollen wir kurz noch warten? Warte, das sind doch echt nur vier. Ah, ne, das war 1 Million. Die 400.000 waren hier, ne? Fuck. Okay, bei 1 Million sollte ich echt kurz AFK gehen. Das ist. Ja. Ja, gut. Dann machen wir kurz so. Wie viel war es? 28,2. 30,1, ja, bringt nicht mehr so viel bei der Klickrate. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Dann, warum habe ich denn schon wieder 70.000? Alter, geht doch noch schneller. Und ich sehe gerade, die Minen haben die, haben das Schiff überholt von den Kosten her. 750 Cookies, 800. Und wenn ich die dann verdoppel, dann geht die Luzi ab, Leute. Ihr müsst überlegen, 800 pro Sekunde, wie viel das ist. Ja, gut. Dann bin ich mal eben 20 Minuten weg. Ich werde nichts davon schneiden. Ich werde das echt beschleunigen. Zwar in einem unnatürlichen Maß. Also ich habe ja keinen Bock, euch irgendwie da 10 Minuten mit Beschleunigungsmusik hängen zu lassen. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber sieht bestimmt witzig aus. Bin mal gespannt, wie das nachher wirkt. Und da kann ich schon wieder die Mine skillen. Fick dich doch. Hä? Oh, hab ich jetzt das Schiff... Oh, ich hatte noch den Scheiß aktiviert. Habe jetzt aussehen das Schiff, glaube ich, geholt, oder? Ja, shit. Warten wir nochmal. Geht ja schnell mit der Mine. Super. Komm schon. Wie viel habe ich? 31,9. Ha. 31,9 auf 32,6. Gut, bis gleich.
Gut, das waren jetzt nur ungefähr 5 bis 10 Minuten. Das wird mir langsam zu gefährlich mit der Aufnahme. Habe ich ja gerade schon erzählt, warum, wieso. Wir hören jetzt einfach mal kurz hier auf und dann drücke ich auf... Wo ist es denn? Jo, wo bist du denn? Was ist das denn? Meiner Grandmas. Grandmaster Twice. Achso, hä, WTF? Sowas gibt's? Es gibt Kombination? Was? Das ist ja nur Kombination, oder nicht? Von wegen Oma und Mine. Ja, nur, dass das halt der Oma was bringt. Aber geil. Boah, wie viel... Geil, dann lohnt sich das ja doch vielleicht, die anderen Sachen nochmal zu upgraden. Dass man dann so eine Factory mit einer Mine kombiniert oder so. So, wir haben gerade 32,6. Doppelt so effizient. 850. 1700. 41. Alter. Boah, krass. Wenn ich jetzt so die Mine upgrade, warte mal. 41,1. 42,2, lol. Ich meine, ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen teuer, ne? Aber egal. Farms sind doppelt so effizient. Oh, kann ich sogar gerade skillen? Ist ja klar. Hm, die... Na, ne, mit den Grandmas, guck mal, ey. 45 Cookies per Second. Ich meine, ich kann zwar nochmal so machen für 100.000, dass es dann doppelt so effizient ist, aber das lohnt sich, finde ich, einfach nicht wirklich, ne? Farm... Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das kann ich holen für 5.000 oder für 30.000 oder 50.000 oder für 100.000 oder für... Oder das. Alter, jetzt habe ich aber echt ein bisschen übertrieben, ne? Das Geileste, da bringt mir auch was. Mann, das bringt mir alles was. Ich raste aus. Was ist das, ey? Also, warte mal, ich... 400.000. Ja, ab hier wird es dann ein bisschen teurer. Das kann ich jetzt nicht einfach so verkraften. Aber jetzt machen sie schon 90 per Second. Wie teuer sind sie denn? 5.000 ist ja gar nichts. Ich höre jetzt mal alles so krass, dass es wenigstens 10.000 kostet. Wie viel? 8 und... Oh, ist das geil. 50, ja, mehr. Zu wenig Mehl. Zu wenig. Hm, boah. Langsam wird es aber echt bitter, wie schnell das steigt. Durch die Cursor alleine bekomme ich immer noch nur 510 pro Sekunde. Na. Die Upgrade lohnt sich jetzt, glaube ich, auch nicht so sehr, weil guck mal, wie teuer die schon sind. Weil guck mal, wie teuer. Na? Guter Grund. Farmer Grandmas, Grandmaster Twice. Ja, komm, machen wir, ne? Vielleicht schaltet sich dadurch ja noch was Neues frei. Vor allem. Hä, das gibt's doppelt, Alter. 112 Cookies. 224. Oh, das ist ja putzig. Guckt's euch an. Jetzt sind sie da mit so einer Gabel, mit so einer Schaufel. Mistgabel. Und... Ach, keine Ahnung, ich erkenn's nicht. Tut mir leid. 224 Cookies per Second. Langsam lässt sich das sogar sehen, hör mal. Ja, obwohl bei dem Preis, ne? Hm. Hm. 30.000. Okay. Wisst ihr was? Ich habe mir jetzt gerade dazu entschieden, einfach mal alles so weit upzugraden, bis es 30.000 kostet. Dementsprechend werden die Cursor jetzt gleich auch nochmal geupgradet. 54,1. Oh, ups, hab ein bisschen zu oft gedrückt, tut mir leid. 54,7, Alter. Das lohnt sich ja gar nicht, hör mal. Hier ist auch nichts mehr dazugekommen, okay. Ja, dann fehlt nur noch die Farm so ein bisschen. Ah ja, schon geschafft. Boah, steigt aber schnell an, ey. Die Mine kostet schon 140.000. Boah. Das ist krass. 7. Boah. Heidewitzka, ey. Heidewitzka. So. Ja, alles 30. Na, obwohl, jetzt habe ich auszusehen die Cursor geupgradet. Jetzt kann ich auch einfach alles andere noch auf 40 machen. Man setzt sich selber, merkt ihr das? Ich setze mir selber immer weiter ein Limit. Ich sag nur noch das, nur noch das, nur noch das. Das ist total... Ich werde hier total abhängig von dem Spiel. Aber das wahrscheinlich auch nur für einen Tag, weil ich gleich alles haben werde. Ich werde da durchziehen. Ich werde da dann von mir aus in drei Parts splitten, die alle an einem Tag kommen. Müsst halt, ja, euch durch die Playlist klicken. Allgemein, in der Let's Flash Playlist, da sind wie viele Spiele, verschiedene Spiele drin? 150 ungefähr. Die Playlist ist bald voll und eigentlich kann man sagen, jeder Part ist ein neues Spiel. Fast immer.
Und dementsprechend sind es dann halt 150 verschiedene Flash-Games. So, komm. 280. Ja. Wie viel bringt denn die Farm? 160, naja. Ja, cool. Oh, Alchemielabor. Ah, okay. Und ich kann scrollen, wie ich schon dachte. 400 Cookies per Second. Jetzt haben wir bestimmt noch neue Upgrades. Ja, dachte ich mir schon. 20 Millionen? 50 Millionen? Ne, warte mal. Ne, die hatten wir schon vorher, ne? Stimmt, das war ja... Ne, habe ich gerade verwechselt. Aber 50 Millionen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, glaube ich. Oh, Minen sind nochmal doppelt so effizient. 10 Millionen. Oh, geil. Das ist geil, ey. So ist das geil. Warte mal. 63,7. 64,8. Hm. Ja. Können wir eigentlich mal das Schiff dann noch später upgraden? Ich werde es echt immer... Also, ich habe mir zwar so gedacht, nee, ich werde das so machen, dass ich nur eins immer upgrade. Aber im Grunde kann ich auch alles nach und nach so ein bisschen upgraden. Da tut sich ja nicht viel. Das nächste Upgrade ist 300.000. Toll, ja, hole ich mir dann jetzt kurz. Komm, go, 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 go. Go, go, Power Rangers. 64,8 und ungefähr 300. 550. 67,6. Das lohnt sich. Gut, ich probiere mal ganz kurz, ob das hier irgendwie geht. Pause kann man nicht machen, ne? Nee, anscheinend nicht. Updates bringt mir auch nichts. Nee, schade. Naja, mein Gott, dann verpasst er jetzt eben, wie ich, weiß nicht, 200.000 Cookies bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, das hier abzuspeichern. Aber ist ja egal. Ich klicke ja nicht noch drauf. Obwohl doch, ich klicke noch weiter drauf in der Zeit, oder? Das steigt doch sowieso so schnell, dann ist es eigentlich auch egal. Aber ich probiere mich zu beeilen, das schnell weg zu rendern. Ja, direkt dann im Anschluss sozusagen gibt es dann... Mein Gott. Ja, geht's dann weiter. Bis gleich. So, also ich muss sagen, die 200.000 war vielleicht ein bisschen naiv gerechnet. Denn, naja, das hat jetzt ungefähr 15 Minuten gedauert. Und dementsprechend, ne, nicht wundern, ich habe hier 8 Millionen. Pff, hat sich jetzt nicht so viel getan, aber okay. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal hin und upgraden mal eben was. Iron Mouse. Oh, beiß auf der Zunge. Iron Mouse, 1%. Okay, wie viel habe ich? 68,7. Alter! Boah! What the fuck? Einfach mal fast verdoppelt. Oh, was ist das? Sugar Cookies. All Cookie Income plus 5%. 99 Millionen. Willst du mich töten? 9 Milliarden? You gain more CPS, more milk you have. Alter, du willst mich doch... 9 Milliarden. Okay, das könnte in diesem Zeige Let's Flash ein bisschen schwer werden, muss ich zugeben.